herzlich willkommen bei Stempelbienchen. Ich bin die Steffi und wie versprochen startet heute die Vorstellung der einzelnen Produktreihen aus dem neuen Mini-Katalog 2022, der im Übrigen gültig ist vom 1. Juli bis zum 31.12.2022. Und falls du noch keinen Mini-Katalog hast, beziehungsweise du keine Demo hast, die dir einen zuschickt, kannst du gerne unten in der Infobox das Kontaktformular ausfüllen und ich schicke dir sehr gerne einen zu. Genau, heute starten wir mit der Produktreihe Wichtel Wunderland. Ich habe dir zwar schon die Produkte in meinem Auspackvideo gezeigt, was ich dir im Übrigen auch nochmal hier oben verlinke, falls du es ansehen möchtest. Da habe ich ja auch erwähnt, dass ich die einzelnen Produktreihen nochmal gesondert vorstelle, damit du sie einfach weißt, was in der Produktreihe enthalten ist und vielleicht das Designerpapier nochmal ein bisschen besser siehst und vor allem, wenn du nochmal wissen willst, was alles drinnen ist, damit du nicht das ganze Video dir nochmal anschauen musst, weil da habe ich einfach nur alles so gezeigt, wie ich es hatte und die Produktreihennummer nicht zusammen. Und das möchte ich jetzt mit der Produktreihe nachholen, Produktreihenvorstellung nachholen. Und ja, wie eben gesagt, starten wir mit der Produktreihe Wichtel Wunderland. Ich finde, es ist nicht nur winterlich, weihnachtlich, sondern kann man auch sehr gut durch die Pilze auch im Herbst verwenden, auch vielleicht früher Sommer. Genau, also ich würde das jetzt nicht nur unbedingt für den Winter benutzen. Wir starten, glaube ich, jetzt einfach mal mit dem Designerpapier. Das Designerpapier ist ganz normales Designerpapier, also kein besonderes Designerpapier. Du hast 12 Blatt drin in der Größe 30,5 x 30,5 cm. Und 6 verschiedene Designs, also hast von jedem Design 2 große Blätter. Und bevor ich dir das zeige, sag ich dir noch, welche Farben drin enthalten sind. Und zwar Babyblau, Schwarz, Bermuda-Blau, Calypso, Espresso, Marineblau, Pazifikblau, Papaya, Aquamarin, Blutorange und Wildleder. Genau. Und ich finde schon die erste Seite sehr schön. Da sind so kleine Wichteln drauf, die man übrigens auch ausstanzen kann. Das zeige ich dir aber gerne gleich noch. Das ist die eine Seite. Die Rückseite ist in Babyblau. Die Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel für Geschenkverpackungen. Hier haben wir eine Winterlandschaft mit Bergen, gehalten in Weiß, Wildleder, Marineblau und Aquamarin. Da könnte ich mir jetzt gut Karten vorstellen, die zum Beispiel nur so einen Streifen drin haben, weil als Vollbild, glaube ich, wird das wahrscheinlich zu unruhig. Dann haben wir hier ein Pazifikblau mit weißen Schneeflocken. Auch wieder ein tolles Design für Verpackungen oder als Hintergrund. Dann braucht man einstrittig jetzt nur noch den Spruch drauf und dann passt das. Hier sind unsere Pilze. Die kann man hervorragend ausstanzen. Dann braucht man nicht selber zu kolorieren, wenn es mal schnell geht oder wenn man es nicht mag, auszukolorieren. Und das ist auch, obwohl hier so viele Mustern drin sind, könnte ich mir gut vorstellen, wenn man die so einzeln ausstanzt oder ausschneidet, als kleine Hingucker. Beziehungsweise man könnte theoretisch jetzt hier auch eine Karte ausschneiden und nur einen Spruch drauf und dann hat man auch eine schöne Weihnachtskarte. Unser Elch und Hirsche und Füchschen und Häschen. Und die Vögelchen, ich finde die total schön. Das sind auch wie hier die Fuchs und der Hase und Vogel. Das sind total schöne Kindermotive. Zum Beispiel, glaube ich, eignen die sich auch hervorragend für Babykarten.
Leider kann man die nicht ausstanzen. Da muss man eben mit der Hand dran oder man klebt es eben vollflächig drauf. Das ist auch wieder so ein Design, wo ich mir vorstellen könnte, auch als Hintergrund, auch nur einen Spruch drauf, ein bisschen ausdekorieren und fertig. Oder eben als gut als Verpackung. Das nächste ist wieder ein bisschen mehr bunt und ein bisschen mehr wild, aber trotzdem süß. Und zwar sind hier die Pilze mit Schnee und die Wichteln drauf. Ein paar Pilze. Genau. Ich finde, das Set ist jetzt nicht nur für Kinder. Es gibt hier auch Erwachsene, die draufstehen auf Wichteln. Oder ja, die das dann verstehen und nicht nur klassisch mögen, finde ich das sehr, sehr schön. Ich habe auch schon eine tolle Idee damit. Und hier ist jetzt auch wieder so ein klassisches Design in Aquamarin und Schneeflocken. Dann ist das hier so was Typisches für den Herbst mit den ganzen Pilzen. Und die letzte Seite hat ganz viele Schneeflocken. Sehr schön. Genau, und dann zeige ich dir mal das Stempelset. Das nennt sich aus dem Wichtelwunderland. Und ja, genau. Hier sind die Wichteln, die kann man selber kolorieren, der Pilz auch. Und ja, da sind die Sprüche wunderbare Weihnachten und ein gutes neues Jahr von uns allen. Kleine Überraschung für dich, das ist natürlich jetzt auch wieder schön für das ganze Jahr, genau wie von uns allen. Und winterliche Wichtelgrüße. Also, genau. Und ich finde einfach mal ohne Geschnürkel, ganz einfach ein Text, Schrift ist auch sehr schön. Es ist ein Gummistempelset. Und ja, dazu gibt es natürlich passende Stanzen. Die nennen sich Wichtel. Da kannst du alles ausstanzen. Und ja, kannst du die ganze Form ausstanzen. Oder wie eben auch schon gesagt, kannst du aus dem Designerpapier Motive ausstanzen, wie zum Beispiel mal hier der Pilz. Kannst du ausstanzen oder wie hier die Wichteln, da musst du eben gucken, dass du immer den richtigen hast. Nee, das ist der verkehrte, das muss da oben der dann wahrscheinlich sein. Genau. Und da kannst du die Wichteln dir mit ausschneiden oder ausstanzen. Ach, jetzt muss man gerade gucken. Nee, dass du mit den Zöpfen den, genau. Also den kann man, also man kann die alle ausstanzen. Und was du auch mit den Stanzformen machen kannst, dir einen eigenen Wichtel zusammenbauen. Und zwar sind das die Füße für den. Da ist der Bart und hier ist die Mützchen, das Mützchen. Da kannst du dir einen eigenen Wichtel ausstanzen. Sieht auch sehr schön im Katalog aus. Darf ich dir ja leider nicht zeigen. Ich darf dir ja noch nicht öffnen vor dem 1. Juli. Aber ich wollte mal ganz kurz noch sagen, auf welcher Seite du die Reihe findest. Das hatte ich nämlich vergessen zu zeigen. Zu sagen, die findest du, die Produktreihe findest du auf Seite 42, 43. Und so sieht der übrigens der Mini-Katalog aus. Genau. So, neben dem, ach ja, und, bevor ich es vergesse, nochmal zu erwähnen. Wenn du beide, also die Stanzen und das Stempelset zusammenkäufst, hast du ein Ersparnis von 10% im Gegensatz, als wenn du die einzeln kaufst. Ne? Nur als kleiner Tipp, wenn du beide sowieso haben willst, einfach zusammen bestellen, dann gibt es 10% Rabatt. In der Produktreihe gibt es auch noch ein Band. Und das nennt sich doppelt besticktes Geschenkband in Babyblau, genau. Das ist ein ganz, ja, rechts und links sind,
ist weiß und in der Mitte ist Babyblau so ein Samtband. Genau. Und da sind jetzt drauf, ist 1 cm breit und ca. 4,6 Meter Schnur dran. Dann gibt es als nächstes noch Accessoires, und zwar selbstklebende Funkelsteine nennen die sich. Nehme ich die mal raus kurz. Also wie du hier siehst, hier ist Calypso, Papaya, Pazifikblau und Aquamarin. Und wenn du guckst, wird es so, die sind so wie Pailletten oben drüber. Und dadurch funken die so schön. Ne? Die sind jeweils in zwei verschiedenen Größen. Von jeder Farbe. Die nehmen wir hier rein. Und als letztes Accessoire, was noch dabei ist in der Produktreihe, es nennt sich Plusterfarbe Schneeakzente. Also damit kannst du im Hintergrund Schnee drauf machen. Ich muss jetzt mal ausprobieren, wie sie funktioniert. Genau, haben wir nicht irgendwo noch ein Schmierblatt? Ah, hier habe ich noch so ein. So, siehst du, da kannst du so so Art Schnee drauf machen. Und ja, genau. So, das war die Reihe Wichtel Wunderland. Ich hoffe, dir gefällt sie auch so gut wie mir. Und glaub mir, die ist nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Montag und dann hoffe ich, ich werde dich dann hoffentlich wieder am Donnerstag sehen zu dem zweiten Video der Produktreihe Vorstellung. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin alles Gute, bleib gesund, hab eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss.